Wir sind hier in Ziegenberg. Wir fahren in Usingen ein. Am Usinger Marktplatz kann man sehr schöne Häuser sehen. Hier gleich rechts kann man auch gut Eis essen, wenn man Lust dazu hat. Hier sind wir in Merzhausen. Wir befinden uns auf der B275. Hier links fahren wir am sogenannten Weiltal entlang. Auch ist hier ein kleiner Campingplatz auf der linken Seite. Wir befinden uns weiterhin auf der B275. Hier links geht's nach Idstein. Und immer noch auf der B275. Wir haben Taunusstein hinter uns gelassen. Wir kommen nach Seitzenhahn. Wir befinden uns auf der L3037. Hier biegen wir rechts ab auf die B260. Wir sind immer noch auf der B260. Hier müssen wir ja links abbiegen nach Lorch. Leider etwas spät gemerkt.
Hier fahren wir auf der L3374. Das Ort Langenzeifen. Hier sind wir auf der L3033. Hier links ab zur Visper Talstraße. Die Wispertalstraße. Links nach Eltville. Leider kann ich die Wispertalstraße nicht in voller Länge zeigen. Das würde das Video zu lange machen. Eine schöne Strecke mit vielen Kurven. Für Motorradfahrer ideal. Ich habe die Fahrt auf der Wisperstraße nicht in ganzer Länge aufgenommen, aber große Teilstücke natürlich schon. Diese Strecke hier ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Wir kommen nach Gerolstein. Hier links ein bekannter Motorradfahrertreff. Weiter geht's auf dieser schönen Strecke. Die Forza brummelt vor sich hin und wir fühlen uns wohl. Hier rechts ist die sogenannte Laukenmühle, die aber, so wie es aussieht, geschlossen ist. Nach Lorch noch 13 Kilometer.
Diese Strecke war früher eine einzige Katastrophe, jetzt aber renoviert und wirklich super befahrbar. Es macht richtig Laune, diese Strecke bei Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und einer tollen Straße zu fahren. Unglaublich, solche Dickschiffe auf dieser Straße. Ist das nicht eine wunderschöne Strecke? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder hierher komme. Auch die Wisperstraße ist recht lang, wenn wir sie komplett hier im Film abfahren wollen. Deshalb verkürze ich die natürlich auch. Viele Videofreunde haben sich gewünscht, dass ich diese Strecke in normaler Geschwindigkeit abspiele. Wer nach Wiesbaden möchte, der muss hier links abbiegen, denn die Strecke am Rhein in Richtung Wiesbaden ist gesperrt. So langsam kommen wir jetzt nach Lorch und die Wispertalstrecke ist damit zu Ende. Die Straßen in Lorch sind recht eng, wie man erkennen kann. Auch hier, wie in vielen Orten Deutschlands, ist in der Ortschaft selbst Tempo 30 angesagt. Hier rechts zu der uns bekannten Gaststätte.
Hier links wollten wir unsere Mittagspause einlegen, aber leider auch geschlossen. Hier sind wir auf der B42, die sogenannte Rheinstraße. Von Wiesbaden her natürlich so gut wie kein Verkehr. Überraschenderweise haben wir auch kaum Gegenverkehr. Die Fahrt hier am Rhein entlang ist immer wieder wunderschön. Hier beginnt der Ort Kaupe. Wir suchen ja immer noch nach einer Möglichkeit, um unsere Mittagspause machen zu können. Hier rechts haben wir endlich etwas gefunden, damit wir unsere Mittagspause auch machen können. Unser Mitfahrer, der Günther mit seiner Sozia. Die beiden Mitfahrer. Das bin ich mit meiner Sozia. Günther in seiner ganzen Schönheit. Die Burg Pfalz-Grafenstein. Die Rheinstraße in Richtung Wiesbaden. Es geht weiter in Richtung Lorelei. Hier in Kaupf fahren wir rechts ab auf die 339 in Richtung Lorelei.
Wir kommen nach Weißel. Zur Lorelei noch 7 Kilometer. Wir kommen nach Bornich. Links ab geht's zum Loreleifelsen. Jetzt noch ein Parkplatz für unsere Motorräder und dann wollen wir mal sehen. Hier ein Parkplatz für unsere beiden Forza 350. Blick vom Loreleifelsen auf den Rhein. Günther mit unseren beiden Frauen. Ein schöner Blick auf den Rhein. Auch ich mit meiner Frau und Günthers Sozia. Es geht zurück nach Hause auf hoffentlich schönen Straßen. Es geht weiter in Richtung Bornich. Hier biegen wir links ab auf die K91. Wir kommen nach Niederwalmenach.
Das hier ist Oberwalmenach. Wir kommen nach Lautert. Hier biegen wir rechts ab auf die K93. Das ist wieder eine schöne, schmale Straße mit gutem Belag. Hier biegen wir rechts ab. Und nach ein paar Metern sofort wieder links. Wir bleiben auf der K93 nach München-Roth. Wir fahren auf kleinsten Straßen weiter nach Niedermailingen. Hier biegen wir rechts ab nach Laufen-Selden. Es ist unglaublich, wie gut hier die Straßen sind. Hier biegen wir links ab und fahren geradeaus in Richtung Laufen-Selden. Wir kommen nach Laufen-Selden.
Hier biegen wir rechts ab in Richtung Reckenroth. Alle Straßen hier in der Gegend sind wunderbar in Ordnung. Hier biegen wir rechts ab in Richtung Camberg. Dieser Ort heißt Kettenbach. Hier kommt Deisbach. Wir kommen nach Panroth. Wir fahren nach Kettern-Schwalbach. Hier biegen wir rechts ab und dann nach links. Wir biegen nach rechts ab in Richtung Autobahn und Camberg.
Hier biegen wir rechts ab in Richtung Camberg. Über uns führt die Autobahn A3. Wir kommen in Bad Camberg an. Gerade noch so geschafft. Hier biegen wir links ab auf die L3031. Hier an der sogenannten Tenne biegen wir links ab in Richtung Usingen und damit beende ich auch dieses Video.